Hallöchen, du kleine Schildkröte. Naja, fast. Ich habe da übrigens gerade was gesagt. Habe ich das eigentlich schon? Ja, habe ich schon angesprochen, wahrscheinlich. Und ich dachte, ich hätte es übersehen, als mir jetzt gerade ins Auge gefallen ist. Hallo Schildkröte, ich habe da etwas für dich. Ich bin so traurig und allein. Ich wünschte, ich hätte einen Freund für mich allein. Ah, wir haben einen Freund. Hey, habt ihr eine kleine Schildkröte bei euch, oder? Warum schenkt ihr der kleinen Schildkröte nicht die Freiheit und lässt sie bei mir? Oh, wenn du meinst, wenn es dich glücklich macht. Endlich habe ich einen Freund. Nicht mehr länger bin ich in der einsamen... Bin ich der einsame Nathaniel. Ich bin so derbass glücklich. Als Dank kann ich euch nicht viel bieten, aber ich kann euch mein geheimes Versteck zeigen. Springt auf meinen Rücken! Und los geht's! Na, dann bring uns mal zu deinem Versteck, Schildkröte. Zu deinem Geheimversteck. Und schon sind wir da! Wenn ihr wieder zur Insel zurück wollt, sagt mir einfach Bescheid. Bescheid. Nein, so schnell nicht, so schnell nicht. Eilandhöhle. Mit Nebel überzogen. Eine neblige Eilandhöhle. Schildstiefel. Die Verteidigung senkt aber die Geschwindigkeit. So schwach. So schwach. Das lässt sich nur gut verkaufen. Aber sowas von. Hallo, kleiner Venus-Djinn. Tschüss, kleiner Venus-Djinn. Und noch einen rostigen Stab. Juhu. So viel rostige Sachen. Vermeidung lässt nach. Dann lässt die Vermeidung halt nach. Hopp, hopp. Und auf zum Djinn. Flubbeli, flubbeli, flubbi. Wir sind zwar keinen Monstern begegnet, aber hier drin gibt es Monster, deswegen speichern wir, denn wir wissen ja, wo Monster sind, da wollen die Djinns meistens kämpfen. Hallo, kleiner Venus-Djinn! Hallo! Hallo! Hallo, hallo, hallo! Du greifst einfach mal so an, du machst einen epischen Strahl. Tornado. Steinbruch. Yay! Sag mal. Ernsthaft? Erst Fauch? Nee, erst Dampf? Fauch? Jetzt auch noch du? Was seid ihr denn für Tau-Faker? Alter, was für Faker? Der Fake kehrt zurück. Der Fake! Tau hat das schon gemacht in Goldstone 1, bevor es cool war. Wenn du meinst... Warte, Venus hat eine Anfälligkeit von Jupiter, ne? Dann hau ich dir einfach Tor hinein. Und bewerfe dich noch mit einem Meteor. Ja, die beiden sind ja sowieso schneller. So. Tor darf dich mit einem Meteor bewerfen. Das hört sich doch nach was Schönem an. Ja, Happy Ragnarök. Meteor. Tor und... Du frierst ihn ein.
Diese Taufaker, ne? Happy Ragnarök! Ach, Felix ist mal wieder schneller als seine Schwester. So sind jetzt plötzlich alle schneller als Jenna. Was ist da gerade passiert? Na egal. Unter Venus sind Geleitfolk und Felix. So. Geleit, was kannst du denn, mein Kleiner? Effekt, wenn im Kampf entfesselt. Mächtige Teamattacke. Teamattacke. Naja, dann verschwinden wir mal von hier. Verschwinden, verschwinden, verschwinden. Also, sonst gibt es hier nichts weiteres, außer vielleicht ein paar Monster, wenn gerne welche kommen möchten. Ja. Yay, irgendjemand hat Level abbekommen. Was für ein Level bin ich jetzt eigentlich gerade so, Interesse halber? Ihr zwei, ne? Ihr braucht noch ein bisschen, aber wir haben ja noch so einiges vor uns. So, Hallöchen, Schildkröte. Bringe mich zurück zum Festland. Oder ich werde dich mit einem Zyklon zerstampfen. Ja, wir sind bereit. Bring uns zurück, dann wollen wir. Was hätten wir eigentlich gemacht, wenn die Schildkröte sich so gedacht hätte? Wisst ihr was? Ich habe keinen Bock, diese 5 Typen auf meinem Rücken zurückzutragen. Vor allem, wie passen 5 Leute auf so eine kleine Schildkröte? Felix allein ist gerade mal groß genug, um auf ihren gesamten Panzer zu passen. Wenn ihr mein geheimes Versteck nochmals besuchen wollt, lasst es mich einfach nur wissen. Das ist ja... Und dann sitzen die da zu 5 drauf. Das ist Tierquälerei. Ja, oberflächlich... Da beschenken die Tiere, also unsere Partygruppe. Ja, aber im Geheimen, da sind die voll die krassen Tierquäler. Unsere nächste Station. Izumo. Denn wir haben jetzt die nötige Psy-Energie, um in den Ruinen da weiterzukommen. Und meine Vermeidung ist nicht mehr aktiv. One-Hit-Opfer. Aaron, erweist du mir die Ehre. Yay! Yay! Monster greift nicht mehr so oft an. Yay! Yay! Yay, 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 yay! Das ist doch schön. Schicken düst in die falsche Richtung. Wir können ja auch die Gaia-Fälle mal runtersegeln. Wäre dann sicherlich ein Game Over, aber hey, dann würden wir wenigstens mal wissen, dass unten unter den Fällen lauert. An der Unterseite. Und die sind, tanzen hier alle immer noch so fröhlich umher, dass Vipera weg ist. Ja, Kushinara ist gerettet. Ja, Vermeidung lasse ich an. Du kannst mir aber mal Versanden in die Hand drücken. Brauchen wir ja gleich einige Male. Einige Male? Cosma Enthüller. Und runter da. Kusch dich. Kusch dich. Ruinen, Ruinen, Ruinen. Ruinen von Izumo, die zweite. Eigentlich ja schon das dritte Mal, dass wir hier sind. Beim ersten Mal, wo Chicken voll gefailt hat und nicht mehr an die Versandens-Psy-Energie gedacht hat. Und sie sich gefragt hat, hä, wie sollen wir denn hier weiterkommen?
Noch später ist sie wieder eingefallen. Hey, es gibt ja Versanden. Im Gaia-Felsen, du Idiot. Ja. Aber hey, was soll's? Es ist ja eh ein alter Hut. Wer kümmert sich denn schon um alte Stories? Niemand. Ja, deswegen habe ich auch nicht die Seemöwen-Story erwähnt in Alhafra. Wo ich von Seemöwen attackiert wurde, als ich auf dem Weg nach Alhafra war, weil kennt ihr eigentlich auch schon jeder, ne? Und wenn nicht, Pech. Meine Schokolade. Schokolade! Es ist ein langer Weg, aber nicht so lang, wie wenn wir hier gegen Monster kämpfen müssten. Auch schneller, Felix! Felix müsste noch schneller laufen als das hier. Sei froh, dass du nicht die ganze Zeit so laufen musst, Chicken. Ja. Rennen, das ist eine wunderbare Neuerung, die damals in Videospielen eingeführt wurden. Ich erinnere mich da sogar noch an die ersten Pokémon-Editionen, wo man nicht rennen konnte. Und... war es in der zweiten Gen auch so? Ich glaube, ja. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. So. Dann sei mal hammerhart, Jenna, und stampf das in den Boden. An der Kiste da oben waren wir schon. Und jetzt können wir mal hier entlang gehen und schauen, was es hier so gibt. Zum Beispiel ein Gewässer mit einer Leiter. Ach, wenn wir doch nur jemanden kennen würde, der das Wasserchen verschwinden lassen kann. Ups, das Wasser ist weg. Wie ist denn das passiert? Komm, willst du mir ernsthaft weismachen, dass du über diese kleine Pfütze nicht drüber laufen kannst, Felix? Was für ein Versager. Und hier vorne haben wir... eine neue Beschwörungstafel! Hey, was gibst du mir denn so Schönes? Und Felix kann nun Odysseus beschwören! Zwei Merkur und zwei Mastgen. Wollen wir doch direkt mal ausprobieren. Nicht, denn das ist falsche Meta. Zwei Mars und zwei Merkur. Ich habe gar nicht erwähnt, dass, ne? Wegen unserem neuen Gen haben wir Ragnarök verlernt, aber dafür Odysse bekommen. Ragnarök habe ich nicht mehr. Chicken, du wolltest doch heulen, wenn du jemals Ragnarök verlierst. Hast du doch damals groß angekündigt. Was ist denn jetzt damit? Hat sie einfach so hingenommen? Ja, Pech kann passieren. Na los, gib mir Gegner. Ich will die neue Beschwörung demonstrieren. Na los, Gegner! Geht doch. So, Cosma ist eh die Schnellste. Das heißt, du bekommst die Ehre, die neue Beschwörung zu demonstrieren. Odysseus. Nom, 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 nom. Hat überlebt, der Schwein. Was für ein Schwein. Nicht einfach so überleben, Mister. Ja, Rückzug. Hoch da. Jenna, heile mich mal. Heile mich, heile mich, heile mich. Oh, liebste Jenna. Sei so lieb. Lieb, 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 lieb. Aktiviere Vermeidung, Aaron. Yay. Monster greift nicht mehr so oft an.
Es ist zwar ein weiter Weg, aber wir werden jetzt erstmal nach Yalam wieder hinuntergehen, um die beiden verrosteten Gegenstände von Sonnenschein neu schmieden zu lassen. Wuh, wuh.